Aber sollten sie. Ja, ich, bei mir funktioniert die Hupe nicht. Ich habe keine mehr. Du hast eine Allergie-Hupe. Die Welt ist aber wirklich nicht von unter, also. Das behauptest du, Tomere. Ich, derjenige, der immer sagt, wer nicht hupt, ist disqualifiziert, hat keine Hupe. Already I spun out. Ja, that part is tough. Du schreit so, Stier. Well, good luck lapping me. 1700 kilograms. It's not that easy to steer such a heavy car. Aber meine Steuerung funktioniert jetzt. Jetzt ist tatsächlich alles gut. Aber mein Auto funktioniert nicht, es rutscht. Also nochmal neu starten. Reifen drauf? Nein. Ja, neu starten mit dem CLK GTR, ja, bin ich voll dafür. Ja, Radio.org hat uns das Scheißding hier aufgesetzt. Eigentlich muss ich für den auch bei Crackscreen machen. Yeah, again, this game feels very weird for me. When I want to steer, it doesn't steer, and when I don't want to steer, it steers like in 360 degrees. Yes, that is pretty good description. So the cars are very heavy, and it takes a long time till you can get some rotation momentum into it. And once it starts rotating, then it will continue rotating, even though you just go back to straight. Even though I also that's why you take like very wide racing lines. Well, you have to steer earlier than with a more direct control. Okay. Even though I'm kind of wondered how you managed to steer in Porsche, but you don't manage to steer in HP2. Well, you see, I've been playing Porsche since I was like 5 years old, so. Hard to get rid of old habits, you know. And I spun out again, for fuck's sake. Well, I guess I had Porsche before you were born, but das war irgendwann I didn't play klar. It that much. War irgendwann klar, dass Kirsche auf ankommt, genau. Wann hab ich Kirsche überholt? Ja, ich hatte einen kleinen Crash. Sagen wir mal so, Kirsche hat mich jetzt erst überholt. Ich wollte schon fragen, wo ist denn Kirsche ganz hin, dass ich ihn nicht mehr wiederfinde. Oh, das war so laut, aber es kam bei Tomei so durch, glaube ich. War ein ganz schlechter Sprung, den ich da gemacht hatte. Was, die ist fast direkt hinter Kirsche. Oh, Kirsche hab ich auch, hat mich vorhin erst überholt gehabt. Der hatte doch einen Unfall, hat er gesagt. Ich weiß, aber das er ist ja immer noch. Da ich gerade jetzt 10 Milliarden Wände berühre, ändert sich das gerade. Ja, ich hab nur 2 berührt, du kommst näher. The jumps in this game are very almost unpredictable. They are very consistent when you know how to do them. Well, I don't, so. Deval even complains that the game is too consistent and it's too much made for pros. Ja, rutsch doch noch mehr. Ja, und dann geht trotzdem an die Wand. Um dann an die Wand zu fahren. Was soll denn der Bullshit gerade? Ich liebe diese Karre. Doch, der wiegt doch nur ein bisschen. Ja, ich musste rutschen, um dann gegen die Wand zu rutschen und dann die nächste Wand noch zu berühren. So wollte das Fahrzeug das, leider. Ja, das sind halt die Ergebnisse in HP2. Oh, die Musik ist grad cool. So. Der fetzt sie ganz gut. Wow, was mach ich denn hier? Oh, das freut mich auch, ey. Bitte mal normal fahren, dankeschön. Auch diese Message da oben muss ich mal mit Sheep Engine wegreditieren, die nervt. Ja, schreib doch da was anderes rein. Is that just me or does the water really, really, you know, really slow down your turning? Don't drive through the water. It's slippery. Problem solved. Okay. Through the inside, yes? There is a shortcut and you don't have to drive through water. Oh.
Oh, you mean the waterfall? I don't know. There's just like a big puddle. Yeah, if you are at the waterfall, then this is the wrong route. Oh, yep. Okay. Yep. It's a bit difficult to see the shortcut, so. But it's very helpful shortcut. Oh, no, no! Fuck yes. You! No! Bullshit M5. Oh! Ey, Auto! Alter! Ja, ich weiß zwar nicht, wo Kirsche abgeblieben ist, aber ich dümpel hier rum. Aber ich bin froh, dass er so weit weg ist, weil ich habe hier gerade so einen Schrott gebaut, das ist ja echt peinlich. Aber anscheinend hast du auch so deine Probleme mit dem Ding. Das ist mein Glück. In this game, can you wiggle yourself to drift like in Need for Speed Underground 2, or... I'm experimenting. I didn't understand, can you repeat? No, in Need for Speed Underground 2 you can go back and forth to drift. I wonder if you can do this in Hot Pursuit. Avoid drifting, it's slow. Don't drift. Drive stable. Yes, I know, I'm just having fun because I'm in last place anyway. It's not like I'm gonna win. Okay. But I mean, I guess it's more convenient for you that I finish earlier. You guys won't have to look at my terrible driving. Wait, does this game have a spectator cam? No. I forgot. Not when you are yourself in the race. Only if you rejoin the server. What a sh**. So if you want to spectate, you would have to rejoin the server. It's quite a bit strange that you can spectate unfinished when you just joined. Unfinished game to meter. Yes, but the funny thing is in high stakes you can watch after winning, but you can't watch while joining. Oh man. Again, Autobus Lebensversicherung. This game is like almost not anything else because this is the racing game that I'm worst at. Well, like out of the ones that I've played, this is like my worst driving. This game is probably Porsche. No, a Porsche is his best game. I know. Arguably yes, but I'm honestly having a mental dilemma if I'm better at Underground 2 or Porsche. Oh, okay. Existential crisis. No kurva, I spun out again. Kurva, that's a term as well? Okay. I thought that's Polish. Yeah, we use it in Lithuania. Okay. This game is so frustrating sometimes, but I have to get over it. You just need practice, I guess. Yes, but I only get to play this game like once a month with you guys. I rarely play it without. Yeah, maybe that's a problem. You can learn a lot in this game. And you now see how frustrating it is for me every once a month when we play this game. But this game is incredible fun if you know how to play it. Just like every game, to be honest. Yeah, probably. Well, except the bad games. I've been driving for 10 minutes now. Yeah, these races are pretty long. And I honestly don't notice how the time flies by.
I'm close to finish now. Oh man, I had so many crashes. Man, look at my replay. You can't. Except if you did record your... I mean, I could record, but I don't really wanna. It's embarrassing. But maybe we can give you tips to improve. Yes, maybe, but... Oh, du bist schon fertig. Ja, und ich habe so viele Fehler gemacht, dass ich hätte sehr viel eher fertig sein können, wenn ich nicht so viel Scheiße gebaut hätte. Aber für Cash hat's gereicht, der hatte wohl auch Schwierigkeiten mit dem Auto. Ja, eine oder andere Crash. So, jetzt hatte ich mir vorgenommen aufzunehmen und dann habe ich vergessen, die scheiß Taste zu drücken. Ja, das nächste, beim nächsten Rennen drücke ich sie dann. In oh, einem Rennen so geht die Welt ja auch nicht unter. Everybody finished except for me? Nope. Just two finished and Stevie is approaching. Okay. Ich hoffe, der wechselt jetzt ins nächste Rennen nach dem Restart. Wollen wir mal hoffen und beten. You know, Demon, maybe this isn't the elite Need for Speed. Maybe you're just the... Maybe you're the elite one. No, no, this is the Elite Need for Speed. The Elite Need for Speed is high stakes. High what? Never heard about no, that. No, it's Porsche. High Porsche is second Elite. Issues. High stakes but could be a good night game. Mode and weather and, this was planned for HP2 as well, but EA wanted to release. Ah. Maybe if they wouldn't have spent energy in night mode and weather, they could have fixed the HS physics. Yes. Yeah. You know how they say jack of all trades, master of none? I'm like the reverse of that. Also, dass ich bei den HP2 lange warten müsste, ne? Is there some kind of strategy to not make the front of my car fly up in a jump? Well, that jump is special. It is well, in that case, just drive slower and drive diagonal over the dirt. So from the right Make to the as left. Hard as you can. You have to drive diagonal. I hope I pronounce it right. Over the grass. But this is for this particular jump that you were mentioning. I mean, normally the jumps in HP2 are just flat. Ich hab's geahnt. Wait, is this like the same setup again? No, no. There's a bug in Skyfire's tool if you restart races. What? What is bug doing in Skyfire's tool? select all a car, please. Then next race should all a car. And then let's all vote for restart. Then it should advance. Everyone press escape and then restart. Okay, it worked. Then it should advance. You know, there was no. Yeah, no, it's correct. Buck, you choose first again. Choose? Yeah, choose a car. It looks same race, but it isn't. Other direction. Oh, ich will den LM fahren, geht das? You can ich möchte it, aber but den it won't da help. Fahren. Aber so wie es aussieht, dürfen wir nicht. Wie, was? Ich hab grad nicht mitbekommen. Wir haben alle eine andere Karre fahren wollen. Ach so, nee, wollt ihr den Eppen fahren? Nee, wir fahren jetzt Jaguar XKR.
Sorry, I pressed gear upwards at the start because I'm used to Porsche Unleashed. Last race I was on automatic mode. Okay. When you choose a car, you can choose manual transmission if you want. Yes. I forgot to press that. Oh, das war fast ein Fehler. How am I not last already? This is a miracle. Ich find's lustig. Okay, I'm probably about to get it. Ich find's lustig. Ich überhole Stevie. Dann das überholt sich dann. So, ja, da, der WhatsApp. Dann überholt mich wieder ein Auto, aber es ist auf einmal rot und das ist Kirsche. Ist eigentlich wie so eine wie so eine Art Transformation. Ich von schlechten Zerfahrer zu guten Fahrer, meinst du? Ich überhole blau und ein rotes Auto taucht vor mir auf. Tja, das kann sonst nicht jeder, du Zauberer, du. Wie so eine Transformation, weil es genau so direkt so ein Übergang war. Ey, sag ja, du kannst zaubern! Wupsa! Ich könnte auch gerne zaubern, zum Beispiel, wenn ich auf den ersten Platz wäre. Ja, der kriegt die Kurve nicht. Halt ein Kackauto. Ja, aber ein Ticken better als vorhin in der M5, also bitte. Uff, 7 Runden. So, oh. Buck, there you have to go to the right. That was the shortcut. Now you're approaching the waterfall again. 7 laps, Buck. Wait, you can see Buck? Well, I saw him on the map, yeah. 7 laps. On the shit track, Au! Okay, irgendwie ist die Todeszone bei mir nicht richtig eingestellt, habe ich gerade gemerkt. Du hast die auch auf irgendwas eingestellt jetzt. Eigentlich immer mittig. Vielleicht ist es nicht richtig mittig, das war so ein bisschen merkwürdig. Ach so, hast du doch nach Sinn und Verstand eingestellt. Okay, ich dachte, das war einfach nur random da um die Nee, Stau ich weiß, dass ich immer so mittig stellen muss, dann klappt das, dann reicht das. Wenn ich nicht mehr Steam sehe. Mach doch die Augen auf. Das nützt dir nichts, wenn die Karte keinen Punkt von dir hat. Fahr doch nur! Ja, aber zu schnell. Ach, in einem Rennspiel fährt man, kann man auch zu schnell fahren? Crazy. Der ist ja zu schnell, ja. Der muss mal ein bisschen auf die Bremse drücken da. Wow. Ich fahre sehr schnell, damit ich sehr schnell in meine Crashs komme. Ach so läuft das bei dir, ja? Ja, aber leider. Aber wann fängst du damit an, Kirsche? Hoffentlich nach dem Rennen, aber 7 Runden habe ich ja genug Zeit. Oder ich habe ja eigentlich schon ziemlich viele Crashs bei dem Rennen davor gemacht. Vielleicht habe ich jetzt mal ein Rennen ohne. Also meinst du, hast schon ein bisschen vorgesorgt gehabt? Das ist die Hoffnung, genau. Das fände ich nicht gut. Jetzt wärst du mal dran, Demon, mit den Crashs. Nee. War kein tolles Auto, aber der fährt sich tatsächlich etwas besser als der BMW. Das ist ja uns auch nie nur die Kunst. Ist keine große Kunst, da gebe ich dir recht, ja. Sorry, I'm back. Schlechter als der BMW, totale Scheiße und Oh, you're parking? What? Yes, I'm parking. Maybe I could go back into the race somehow. But I'm too far behind. Somebody is overtaking me. Doesn't matter, I mean, we've been racing here for quite some time. It's 7 laps, right? You have to finish the race, otherwise the race will never end. Or you have to spectate by disconnecting and rejoining. I'll probably do that after a couple of laps, or once you finish. But how would we... Was mach ich denn jetzt? Auf Englisch. Wie machst du denn die Auswertung? Die erste Saison 50er Auswertung, hab ich aber auch geschrieben gehabt. Achso, das machst du jetzt gar nicht, okay, ja gut. Ja, weil ich da so weit zurück bin und das ist deshalb gekommen, weil ich so viel Stress mit Hausbau und allem möglichen hatte. Sorry, vielmals dafür, aber zu Saison 50. Dann zählt die Season nicht gut, alle Videos lösche ich danach. Sorry. Ja gut, da brauche ich auch die Rennen, die fehlen, nicht nachzufahren. Nee, brauchst du nicht. Es sei denn, du hast Bock drauf, um die Strecken zu fahren.
Who is the dark green car behind me? This in the last. Ja, dann fahr ich glaube lieber, worauf ich sowieso hätte, so. Bei Nice 2 kann ich immer empfehlen, nachzufahren, weil es halt richtig Fun macht, teilweise mit den Strecken und Autokombinationen, die man ja so hat. Ich weiß ja nicht, ob bei Nice 2 bei dir noch was offen war. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Und das kann ich halt immer empfehlen, weil die Rennen machen sehr oft Spaß. Runde 2 ist ein bisschen schade, ist, dass jetzt nicht ausgewertet wird. Also zumindest für mich persönlich jetzt ist es, dass ich halt diese Season recht gut in NFS 4 war. Ja. Sorry. Sehr gut sogar. Du hast mich da komplett nass gemacht. Ja, aber Stevie, Tomete war ja nur deswegen gut in High Stakes, weil wir beide wussten, dass es nicht ausgewertet wird. Das hätten wir uns mehr angestrengt. Meinst du jetzt wirklich, das war jetzt schlau, ihm das zu sagen? Jetzt hast du hier komplett so die Motivation gekillt wieder. Nächste Saison machen wir den fertig. Weißt du, Kirche, wir beide machen ein Need for Speed 4 Training komplett. Ja, so eine Trainingswoche wäre nicht schlecht. So, aber so richtig und aber und dann guckt er irgendwie drauf, weißt du? Muss ich denn ja. Jetzt zieht mich doch in der AP2 schon so ab. Nee, nicht so viel rumrutschen, hör auf damit. Einfach so ein richtiges Hardcore-Training, Kirsche, weißt du? Bootcamp. Da muss ich das ja in HP2 aufmachen. Nein! Alter Spiel! Und da hab ich gar nicht so viel Bock drauf hier auf NFS4. Ach, die man auch mal Wasserfall angucken. Naja. Okay. Hat er die Abkürzung nicht nehmen wollen, oder was? Ich wollte sie nehmen, aber Spiel, ich war wohl zu nah an der Leitplank und da habe ich halt diesen Split-Bug quasi gehabt, das habe ich dann auf die andere Seite gedrückt habe. Und ich habe wieder diesen Sprung, ich lerne aber auch nicht raus. Das wobei, ist natürlich ärgerlich. Seitdem ich mein Lenkrad habe, spiele ich auch Nice 2 bei TRR lieber als HP2. Wer spielt zu HP2 überhaupt mit Lenkrad? Nee, aber... Ja, jetzt weißt du auch warum. So. Der HP2 lohnt sich mit Lenkrad. Ja, ich bin da halt noch schlechter mit, ne? Das, ja, du brauchst Übung. Gehen. Ich war erst auch schlechter mit Lenkrad bei HP2, aber man muss das halt üben. Und dann wenn du es kapiert hast, dann geht's ab. Außer du bist ich, der grundsätzlich scheiße mit Lenkrad ist. Nee, das ist dein Rennkirsche. Ich hab schon wieder Mist gebaut. Ja gut, in Nice, da kommst du ja auch einigermaßen mit Lenkrad. Ja, wer weiß aber, was die mit Controller fahren würde. Das weißt du jetzt ja nicht. Das werden wir, glaube ich, auch nie rausfinden, weil ich keinen Bock habe, das Eingabegerät zu ändern. Und dann fängt das Spiel an rumzubuggen und dann klappt es nicht mehr. Oh, fourth place is the meat. Aber das okay, okay, and he has overtaken me. I was going to say that I'm so magically faster than him. So then, try to catch him now. You can underlap. How is it called? What's the opposite of overlapping? Underlapping. Is it really underlapping? I'm not sure. Keine Ahnung. Probably. In German it would be to lap back, right? Zurückrunden. Oh, ja, aber bei HP2 da kommt ja hinzu, dass Tastatur, da hat man ja wirklich massivste Nachteile, auch wenn man... Nein, in HP2 nicht. Höchstens ein bisschen bei den Waldstrecken und ein bisschen im Sinne von, du hast halt nicht Topspeed. Ich meine auch Nice 2. Ach so, Nice, ja. Das ist ja so die massivste Nachteil, dass ich halt trotz meiner besseren Fähigkeiten mit der Tastatur besser bin mit dem Fall. So, aber diesmal wollen wir mal da reinfahren, Spiel. Danke. Spiel sagt nein. Ja, diesmal sagt es ja. Na gut. Ich hätte fast gedacht, da wären wir in Verkehrswagen fliegen gekommen, aber das war ja Bug. Jetzt bist du... Alter! Alter! Das war jetzt gemein. Heißt das jetzt, jeder von uns hat den gerundet und das ist... Wir müssen jetzt nicht eine ganze Runde warten. Das kann passieren, ja. Ja, aber das war jetzt gar nicht böse. Ich dachte wirklich, wo kommt jetzt wirklich ein Verkehrswagen her? Was
extra, weil er rückwärts fährt, aber wie, habe ich gar nicht mitbekommen. Der andere sieht davon als ich. Ja, fährt er auch. Also der kam ja auch, also es sei denn, ich habe komplett... Ah, doch, jetzt habe ich ihn gesehen. Er kam hier bei der letzten Abkürzung mir gerade entgegen. Okay, dann habe ich nicht komisch geguckt. Weil das seinem Rennteilnehmer entgegenkommt, das hat man jetzt nicht allzu häufig. Und dann denkt man natürlich schon erstmal an den Verkehrswagen. Wobei Nice 2 ist bei mir diesmal auch gar nicht so scheiße gelaufen eigentlich, also... Ja, wird alles nicht ausgewertet. Ja. Vielleicht wäre es ja Saison 5 sogar noch besser. Aber wer weiß. Bestimmt, mehr Übung mit Lenkrad bekommen und so weiter. Bestimmt wird das nochmal besser. Ja gut, es kommt natürlich auch auf die Autostreckenkombination nicht stark an bei mir. Ja. Und da habe ich halt nicht so recht viel Glück gehabt. Also zumindest in LFS 4 und S2. Stellt euch mal vor, wir hatten Kollision und immer wenn ihr an uns vorbeifahrt, könnt ihr uns wegslammen. Oh. Ja, das ist so lustig, wobei ich war gerade an der Straßenseite, also wir waren durch die Leitplanke getrennt, das hätte ich eh nicht machen können. Ja, aber ich meine jetzt nur an sich. Boah, scheiße. Jetzt habe ich auch das Wasser mitgenommen. Can you please tell me when the race is over for everyone except me? Well, still 2 laps to go. Das wird er ja wohl auch... 2 more laps, at least 2 more laps. Das müsste er aber eigentlich unter der Platzierung immer sehen. Der dann schon alles durch ein Ziel ist. Ja gut, das erscheint aber auch nur ganz kurz, darf man ja nicht immer... Oh ja, so by the way, Huck, if you press and hold the Tab key, only the Tab key, then you can see some stats. What's Tab key? Tab, ja. Yeah. Like, not Alt Tab, just Tab. Ja, das wär's ja doch. Tabulator. What is a tab key? Tabulator. The key over the caps lock key. Yes. Okay, I was confused with tab put. He learned the keyboard. Ah, I see. The lap numbers, cool. Januar 2022. Buck hat rausgefunden, wo die Tab-Taste ist. Ja, die wird einfach nicht so ausgesprochen, schätze ich mal im Englischen. Yeah, and because my PC is extremely horrible, my windows are completely black like Need for Speed 3. Okay. Because I think I was having like some problems with the DG Voodoo lagging, so I had to set the in-game settings to the lowest ones. Then it's probably better to not use DG Voodoo. You must immer damit testen. What else do you use instead of this? Nothing. The native engine then. You can also try N-Glide, but... I didn't make that many positive. I don't know, maybe I'm good.
Dann müsst ihr erstmal einfach mal testen, wie es aussieht, wenn er wirklich die Gehude runterzimmert. Was dann, wie es dann halt aussieht, ne? Das ist wirklich. Oh, mein Kerstin ist ein bisschen rangekommen, glaube ich. Ja. Die letzte Runde. Wenn mein Stevie rankommen würde, ist wäre schon was. Frag mich, wo du eigentlich bist. Last Lap. Ah, okay. Ich hab dich irgendwann komplett von der, wie aus dem Kartenblick verloren, zur Mitte. Ja, ich, bin scheiße in Karte 2. Das wäre ich besser, sorry. Doch, du bist besser als ich in HP2. In NFS 4 vielleicht nicht unbedingt, aber in HP2 auf jeden Fall. Wow! Knappe Geschichte. Da hat mich nämlich die eine Wand leicht genervt. Machst du weg? Genau, fahr einfach gegen. War ich ja, aber zum Glück in einem unschädlichen Zustand. Dreh um, fahr nochmal gegen. Ein kurzer Start und Ziel kommt der mir wieder entgegen. Okay, du bist bei Start Ziel, da bin ich weit von ihm entfernt. Oh, das wäre fast ein Unfall geworden. Mein Auto macht hier Verrenkung. Vielleicht von der OP, ne? Kann sein. Was? Oh, Auto, please. Die Ferrari fahren gleich danach mit OP. Ja, erst Geschwindigkeit und dann, um runterzukommen, erstmal langsam fahren, weißt du doch. Oh, Kirsche ist fertig und ich bin gerade jetzt in die siebte Runde gekommen. Ja, ich bin auch fertig. Jetzt ist in der siebten Runde? Die man nicht wieder rangekommen, ja. Sehr ärgerlich. Ich bin gut wieder rangekommen, ja. Wahrscheinlich, vielleicht hätte ich sogar nochmal dir ein Rennen bieten können, hätte ich nicht diese Abkürzung da verkackt. Nein, du hättest sie viel häufiger verkacken können, dass ich in Ruhe ins Ziel fahren kann. So, wo bleibt der Rest? Das kann doch dauern. Merkt das schon. Bin doch schon auf dem Weg. Immerhin in der letzten Runde. Ja, immerhin hast du uns nicht überrundet. Das ist ja auch schon was wert. Im Multiplayer geht kein Verkehr, glaube ich, oder? Nee, ja. Leider nicht. Also Nvidia ist ganz schön gemein, ne? Dessen FPS-Anzeige zeigt, dass HP2-Frame-Probleme hat. 700 FPS, dann Drop auf 70, dann wieder 700, dann Drop auf 70. Nvidia lässt das nicht verborgen. Sorry, is it just me or... Tomato is still missing, but unless you want to finish the race, then you would have to disconnect and rejoin. Okay, I will do that, but I wanted to ask... Is it just me or does the gearing feel very weird? No, the gearing, I mean, just go to max rev, that's typically the rule for every car. And the automatic is indeed not doing that, so the automatic is typically smaller, slower. So what do you think is weird about the gears? I don't know, maybe I'm just... the Porsche unleashed or something. See.
Yeah, the gears are longer because the majority of cars have a bigger redline RPM than the real-life car. Ja, gibt, dass er hier noch fahren kann, ey. So you have to figure out what is the max rev of the car. That totally depends on each car, it's different, right? And the other differences to Porsche are that, I mean, in Porsche, if you're hitting the max rev, then your car tends to start spinning. This is totally not the case in HP2. In HP2, you can actually use shifting down for braking. Even if you are at highest RPM, you shift down, it won't spin, it will just become slower. Okay. Glückwunsch, du bist when erster. I play manual, I actually shift up when the max RPM on the tachometer is shown, so... Oi, nicht schlecht, Kirsch, du hast die 250 geschafft von dem Car. 51 cool. Bitte, danke. Nicht schlecht. Und ich gammel hier mit 225 rum. Ja, also, ach Mann, wirklich jetzt? Haben wir das jetzt die ganze Zeit? Hm. Ich versuche es zu fixen. Hauptsache erstmal läuft Rammstein mit Ich will. Ja. Ich will das gefixt haben, heißt das. Oh man, echt nur eine gute Runde dabei gewesen. Der Rest, na gut, okay, anderthalb von mir aus. Na, zwei von mir aus. Aber der Rest war echt Mist. Also, what the hell is a Ford TS06? What do you mean? What is TS? The Ford TS50. Oh. It's total shit. TS is for total shit. No, I mean, officially it's not. We just interpret it as total shit because that's how it drives. But what is it? Well, it's a car from Ford. Okay. Thank you for your advice. So. I don't know from when it is, I also just know it from this game, but apparently it is considered good, otherwise they wouldn't make it into this game, but actually it's not. It's the shittest car in the game. I'm going to Google next to the HSV. Got no idea how that car even looks like. So, do I not... Yeah, moment. Try to fix the double races for the next races. Die hat jetzt schon ausgewählt. Ja, jetzt haben wir noch die falsche, sprich gleiche Strecke. So. Einmal machen wir nochmal alle All-Car. And then hopefully for the next races it does just one race. And yeah, now press restart everyone. Nope. Oh, so it's... The fucking sometimes hell. I think it is faster if we just switch it manually instead of fixing the automatic. You might be right. So ein annoying Bug. Okay, new track. Das ist eine Sprintstrecke, die wir da haben, wollte ich gerade sagen. Oh, was ist the wrong track? Calypso Coast fahren wir jetzt. Wir haben erstmal Calypso Coast. So, this is the right one, or what? Yet. Yeah. No, that's the right one now. Eight laps.
Yes, danach, das sind 8 Runden mit Ferrari, danach aber nochmal auf einer anderen Strecke 8 Runden mit dem Speedster. Oh. Und das aber auch dann auf National. Okay, zumindest ein bisschen kürzer. Skyfair hat eine neue Version gepostet von dem Schluss, das funktioniert dann besser. You guys try to beat the race as fast as possible. My mission is to get last place as fast as possible. Okay. I will be fourth anyway, so... You need slow. Need for slow. So you should start in reverse gear to accomplish that goal. Why do I always start in first place? Because you want that. Wir können in HP2 die nächste 1 führen, alle außer Bug und ich fahre rückwärts. Ja, na klar. Ach Gott. Starting grid position depends on the car select order. And since you always select first the car, you start from first place. And because you are the worst driver, we allow you to choose the car first. Wait, really? Well, worst driver in this game at least. Yes. Ach, Karre. So. That's obvious, Leonard. Oh my god. I can't play this game. I'm just too bad. Just keep driving. I mean, everything is practice at the end. Yes. Meine Güte. Nichts dagegen, wenn du so weiter machst. Ich bin auf einem guten Weg, wenn das so weitergeht. In the first corner, is it faster to crash into the wall? No. So in pretty much every corner, it is faster to just... So normally, braking is the faster way. I mean, if needed, many corners you just don't need to brake, you just lift gas or shift down or both. And then there are a few corners where wall riding is faster. But that's really not much. Wait, you can use shifting down like the engine braking instead of yes, and that works pretty good. Oh, and it doesn't matter how much you overrev the car, you won't lose control by that. Was mache ich denn hier gerade? Hallo! Yeah, it's not very realistic, but it's an arcade game after all. Porsche, not so much. Porsche well, after is playing Porsche. GTR 2 Alter. And AMS, I would still consider Porsche is an arcade game. Of course, but it's much no, less... No, it's a sim game. Simulation exactly. And arcade game. Exactly. Actually, what do you think is more realistic? Need for Speed Porsche or like Forza Horizon? I never played Forza Horizon. I don't know actually. I've not enough experience with Forza. Da würde ich eher sagen Porsche. I don't know, I've played a bit. It depends on settings in case of Horizon 4. You can change the driving assist to off Forza. And then it's not that arcade. If you have the driving assist enabled, then Forza Horizon ist mehr eher arcadiger als Forza Motorsport. Forza Motorsport ist sehr simulationslastig zum Beispiel. Na.
actually thought Forza Motorsport macht halt mir ziemlich viel falsch. Actually, I'd say like Forza Motorsport 4 was more enjoyable for me than Horizon 4. But Motorsport for some reason makes some cars more difficult to drive than the real life. More what? Yes. No, I didn't hear. Meinst du? Das hat Jan Seifert festgestellt und der ist echter Rennfahrer. Der fährt das Auto in echt und Forza Motorsport lässt das Auto richtig. Er hat gesagt, er würde, wenn sich das Auto so in real fahren würde, hat er gesagt, dann würde er niemals einen Doppelstint durchhalten. wenn er da bei dem echten Auto auch so arbeiten müsste wie in diesem Spiel das Auto. Ja, ich glaube, dass das mit manchen Simulationen sowieso sehr stark übertrieben ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man... Er musste bei dem Auto eine Fahrhilfe einstellen, weil es sonst noch schlimmer gewesen wäre. Ja gut, aber Forza hat grundsätzlich aber auch bei vielen Fahrzeugen richtig Probleme. Bestes Beispiel ist, dass du ja scheinbar echt mindestens ein Setting machen musst, damit du für, ich glaube, da war das für, genau, wenn dir dieses Scheißwort nicht einfällt gerade. Für Allradantrieb, weil das sonst fährt es halt richtig scheiße. Mein Gott, das Wort Allrad ist mir nicht eingefallen, wirklich jetzt? Meine Güte. Und dieser SLS McLaren GT3, ne, das ist ein Front-Mittelmotor-Auto, der tut in der Realität untersteuern. In Forza Motorsport übersteuert dann auf dem Dampf. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Topspeed hat nicht mal gepasst. Das Ding fährt in Real 260. Im Forza Motorsport fährt er aber 290. Ja, aber du kannst nicht grundsätzlich immer alles irgendwie damit gleichziehen. Das ist ein Rennspiel. Jetzt mal außerhalb davon, ob es jetzt Simulation oder nicht Simulation ist. Es wird als Simulation beworben. Also sollte es also kann es auch diese Kritik abbekommen. So, anyway. I wanted to say that I enjoyed Forza Motorsport 4 way more than Forza Horizon 4 because Horizon 4 I still don't really understand how to play because in game there aren't very many instructions in what to do, I just do those. Wieso will der eigentlich die ganze Zeit Motorsport 4 mit Horizon 4 vergleichen? Motorsport 4 ist keine Ahnung wie viele Jahre älter als Horizon 4. Ich weiß gar nicht, das neueste Motorsport ist das 6 oder 7? Weiß ich gerade gar nicht. Also, den hat Jan Seifert doch ausgetestet und ja. Kam nicht sonderlich gut weg bei ihm, da war alles falsch simuliert. Obwohl es als Simulation beworben wird halt. Ich meine, es ist. Ich weiß auch nicht. Wenn ein Auto sich schwerer fahren lässt als eine Realität, finde ich da auch gar keinen Anreiz. Ich meine, wenn es arkadiger ist, dann ist es ja der Fun-Faktor. Aber warum will man ein Auto sich mehr mit abmühen, als das, was er sich in der Realität fahren würde? Das macht ja nun gar keinen Sinn. Ja, ein Motorsound war natürlich auch völlig verkehrt, der hat gar keinen V8 Motorsound gehabt, obwohl es ein V8 Motor ist. Da hat so viel nicht gepasst, das war schon heftig. Ich habe damals nur einen Forza-Teil gespielt, aber auch nur die Demo-Version von 3. Weil ich auch kein Geld für irgendeinen Forza-Teil habe. Ich hab noch nie irgendeinen Forza gespielt, also. Ich hab nur, Alter. Ich hab nur Horizon 3 die Demo gespielt.
I wish I could understand what are you talking about. I said that I never played any Forza game yet. Das würde ich teils in seine Richtung genauso sagen, wenn man Englisch scheiße ist. Well, if I would recommend any Forza game, it's probably Forza Horizon 2. But for the Xbox One, for the Xbox 360 port is very bad. And Forza Motorsport for that game, very fun. And it's actually, you can technically replay it forever because it has like a World Tour mode where you can just repeat the same, it gets gradually harder. I never had any consoles, so... Interesting. Me too. Only me an too. Atari 2600. Weil das ist eine very, very, very old console. Meine einzige Alter, mein Auge geht mir die ganze Zeit um und sagt, ich habe nur Probleme gerade. Meine einzige Konsole, die ich habe, ist die PlayStation 2. Die liegt hinten im Regal. I actually had have a lot of consoles. Points for some consoles would have been that there are many games that only are available for consoles. For example, many Midnight Club games or wie heißt es? Gran Turismo. Oh, yeah. God, actually, I have never played neither Gran Turismo or Midnight Club, but I plan on buying those games if I get the chance. Midnight Club 2 is great. Yes, I've heard that it is very good. Ich hab nie. And somebody has left me. Great. And Demon is following me. So he's the next one. No, I'm following you. Yeah, well, now you are following me, but afterwards is Demon. If you could turn Collision on and just stop him, then that would help me a lot. Ach, was mach ich denn gerade nur für Bullshit? Opa. Seit der vierten Runde baue ich nur Fehler. Durchgehend. I'm going to be like the helpers from Need for Speed Carbon. Man müsste so die Cheat Engine so haben und dann müsste man je nach Bedarf die Kollision an- oder ausmachen. Der Hotkey. Ganz super nice zwei Typen. Aber dann würde ich zu sehr böse Menschen erwähnen. Würde das überhaupt funktionieren? Ja, würde es. Wie in Harry. Es würde funktionieren. Where are you hurrying? Weil ich hätte jetzt so gedacht, wenn einer Kollision hat und der andere nicht, dann würde der ohne Kollision quasi gewinnen. Mehr oder weniger, weil... Er hat ja die Kollision zu dem Objekt nicht, das sonst Kollision hätte. Also ich hätte dann gedacht, dass Call of dann halt einfach gewinnt. Oh, scheiße. Na komm, hab ich Steve überholt, baue ich nur noch Scheiß hier. Das kann doch nicht wahr sein. Musst du mir jetzt nachmachen, oder war das hier los? Ja, das ist dann halt wie bei Kleinzeitverkehr, also der eine räumt den dann halt umgebremst ab. So, okay. Weil bei dem einen ist es ja an, bei dem anderen aus. Actually, I wonder, is there some kind of way to put bots in servers? Nope. Well, I mean, you could always duplicate me. Nope. No AI, no traffic, no cops in multiplayer, nothing. That really sucks. Yes, it would be better if we could add bots, but the bots are not that good anyway. Well, with their rubber band mode they can be pretty fast, if I can call it fast. It's just a very, very small rubber band. They have just a grip bonus and a bit more engine power up. Oh, okay. But just 10% or something like that, it's not much. Yeah, not like underground. Yes. Actually, did games like Porsche and High Stakes have rubber bands?
No. High stacks, not no. And Porsche, Porsche, ja, oder? No, Porsche. Auch nicht? Porsche just has really great AI. As always from EA Canada. Yeah, the only game that I know out of the classic Need for Speed that has rubber bands, except this one and... Ja, wäre das jetzt Ende gewesen, ne? Yeah, ja, das wäre geil gewesen. Has rubber bands. Ketchup mode. Yes, the ketchup mode. Or ketchup, as I like to say it. Oh, geh doch von der Wand, geh von der Wand! Because AI reacts like a rubber band. But in High Stakes, the AI is that shit. And would never AI be a rubber band. The AI is very bad, and there is no rubber band to compensate for the it. The only way to make the AI a bit hard is to turn on weather and the mirrored mode and... Basically make the map itself hard and not the AI. Kirsche, du brauchst dein Lenkrad nicht mehr festhalten. Ja, ich hab's losgelassen, ich hab mich jetzt draufgestützt. Mit einem Arm drauf abgelehnt. Der Ingame-Fahrer hält das immer noch sehr dolle fest. Der ist immer bereit. Und der guckt auch noch ganz konzentriert auf die Strecke, als wenn er noch voll in Arbeit ist. Ja, der ist immer hoch fokussiert. Und er friert, samt Auto. Naja, es zittert alles ein bisschen, ja. Ja, das zittert. I don't know, will you guys wait for me to finish? It's just a lap, why not? Yes, makes sense. Yeah, if you did drive this time, then we wait. No, you just passed by, right? So. Yeah, I didn't see. I didn't look in the rear view mirror. Und du hast aber also, auch aufgeholt, Kirsche. Ich würde mal sagen, Tomato und ich haben einen richtigen Kampf. Ja. Oh, schöne Need for Speed 3 Musik gerade im Radio. Ah, scheiße, du gewinnst. Hast du so einen Fehler gemacht, oder was? Ja. Ja gut, wir haben aber einen guten Kampf gehabt, so ist es nicht. Aber Tomate hat auf... Oh, na gut, so weit war er ja gar nicht weg. Tomate ist... Nee, cool. Aber hätte ich den nicht gemacht, hätte ich vielleicht sogar noch den dritten gemacht. War aber ein guter Kampf. Ja. Wäre Fahrradkette. Oh, wie weit ist Mack? Wir sind exakt 2 Sekunden auseinander. Wer war das eigentlich noch bei der gesagt hat, wäre Fahrradkette? Also angeblich ist das einer von diesen Fußballdingern gewesen, ich hab's vergessen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht einfach nur eine Satire war, die ihm das in den Mund gelegt hat. Oh Mann, ja, ich hab ein Bild vor Augen, aber mir fällt den ganzen Namen von den Typen nicht ein. Es soll ja auch irgendein Fußballmensch dabei gesagt haben, wir hätten erst kein Glück und dann kam Pech dazu. Ja gut, aber das ist lustig, das ist ja auch noch irgendwie richtig clever eigentlich. So, jetzt habe ich 3 Rennen hintereinander, den, im Prinzip für den letzten. Ja, hättest du mal den einen Fehler weniger gemacht. Ja. Oder noch 10 Fehler mehr. Sorry if this is a stupid question, but at the start of the race, is it faster to press down the gas or not? It is good enough. Oh, so, like in Porsche, right? So if you can start with the right RPM, then that's better, but you cannot control it as easy as you can in Porsche. Okay. If you just touch the gas a little bit, then still it will go up to max rev. I mean in HP2, and therefore it's not so easy to configure the starting RPM. But just starting full throttle is good enough. Du hast gewonnen. For you I would recommend to start full throttle. It's not bad either. Yeah, you better recommend me all of the good tips because I'm not winning. Let's see. 1:54, holy shit. What not being cruel, but before you win, I probably would win. Oh, fick dich. Alter. Ja, die Runde war nett, offenbar. So, Clement geht gleich weiter. Jetzt wieder 20 Minuten. Nein. Das war auch echt konsistent diesmal. 2 55er, Rest alles 56er. Nur die Startrunde war scheiße. Nein, nicht scheiße, aber da war ein Fehler halt.
Also, big McLaren F1? What's that? So. Why is there like a pink... Because... So actually I created that color because, I mean, looks funny. You can choose, Buck. The color? No, the car. Not the color, but the car. The color will be selected automatically. Well, randomly. Yeah. Random color. That's a shame. Yep. It's not otherwise possible. Well, if we would do it manually, it would be possible. Yes, but we don't. Okay, die beiden wollten unbedingt den Elise fahren, warum auch immer. Die Elise. Ja, das ist das oberste Auto, ist am einfachsten auszuwählen. Ja, gib halt an mit der Hupe. Ja, stimmt, Stevie hat ja keine Hupe. Er wollte eine analoge Hupe und hat gar keine bekommen. Mir wurde einfach keine gegeben. Soll ich mir eine analoge Hupe vorstellen? Ist das dann. Ich weiß es auch. Kannst nicht. Du dann so die Lautstärke regeln, oder? Ja, klar. Wusstest du das noch nicht? Übrigens auch 8 Runden, ne? Oh. The automatic transmission of this car is really terrible, so don't wonder, but. Oh. Well, too late because now I'm driving manual. But that's good. Ah, that's good. Don't go into the fifth gear. Stay in fourth. Okay, thank you for your advice. Fifth gear is a fuel saving gear. How am I not in last place? This is weird. Because he was in fifth gear. Oh yeah, Stevie and Tomita are driving automatic, right? No? Nope. Did you say no Tomita? Oh really, I didn't know. Bin ich echt der Einzige? Scheint so, ja. Er läuft bei mir nicht. Wow, that was a last second turn there, because I was trying to follow you, but I got distracted by looking at the trees. Yeah, the forest path is a bit tricky if you don't really know it. This track is all the way full throttle and force gear at back. Okay. So, like, don't even stop in this track? Well, if you hit the right lines, no. Always full throttle, flat, and always force gear. Well, with this car, let's say, yeah. Okay. With the Elise as well. But you have to take the shortcuts, but they are not that hard to see. Well, for me it is. Wieso ist die eigentlich vor mir, obwohl ich im vierten fahre? Weiß nicht, du warst beim Start schon nicht sonderlich schnell unterwegs irgendwie. Oh, endlich ging das Abfuck, dass er hinter mir war. Sometimes it feels like when you're turning, the only the back is rotating. Warum kommt Kirsche so nah? Again. How am I not last? Maybe because this is an easy track. Because DB uses automatic transmission. Wait, but didn't Tomita said he uses manual? Well, Tomita apparently does, but manual is the better, but how can I crash that stupid tree? Oh, wow. Oh, fuck, that's what a bad Man, line. Not even I crashed. Excellent, okay. Wo bist du hin, Kershaw? Yep, Tree. Wie habe ich jetzt ein erstes Crash überholt? Das ändern wir gleich wieder. Okay. Glück muss man haben. Crash hat sogar die Farbe, die er will. Stimmt.
Halt die Klappe, Message oben links. Ich brauch dich nicht. Dann guck doch nicht dahin, du Meckerkorb. Ja, aber dieser guckt man automatisch wieder poppt was auf, Mann. Dann schreib da halt The Running Racers da nichts rein oder oh, so. Never mind, I'm in last place. Nee, aber was das mit der Schaltung angeht. But yeah, it was a good battle from my end. Normal stimmt das schon, dass ich Automatik fahre, aber wenn die Automatik so einen extremsten Nachteil hat. Ja, die ist ja. Dann lebe auch ich manuell. Ja, die hat bei High Stakes auch einen extrem massiven Nachteil, weil die so schlecht programmiert ist dort. Das ist echt unfassbar. Und dann ja, noch. Und dann, wenn man jetzt Retro Racing Point spielt, da hast du ja noch nicht mal die Car-Updates. Man muss ja noch damit leben, dass die Motorleistung auf Automatik geringer ist. Höher. Ja, ist so. Nein, nicht geringer, sondern höher. Auf Automatik ist sie höher. Nee, geringer. Sorry, ja, auf Automatik geringer. Ja, ich war verwirrt. Gehst du jetzt verwirrt? Ja. Er ist verwirrt, wenn er selber immer manuell nimmt und dann darauf das manuelle halt fixiert. Just like S-Fan says, this car World War II transmission. And Porsche, he always says that for the Porsche 930. I mean the one with four gears that... It crashed. Very good, so now I'm not the only one who crashed. Yeah, but you recovered at least. Ey, das ist so krass, mit Nvidia sieht man tatsächlich die Frame-Tracing-Probleme von HP2. 800 FPS, 80 FPS, 800 FPS, 80 FPS. Das ist ja, dann Lock ist auf 100. Ja, dann habe ich 100, 80 FPS, 100, no. 80. Glaube ich gar nicht mehr. Aber wahrscheinlich dann eher 100, 20 FPS. 100, ich glaube 20. Eher 100, 100, 100. Die Frage ist, ob du dann mehr oder weniger Duplication hast. Nee. Das bringt gar nichts. Glaub mir, ich hab da bei dem Spiel schon so viel versucht, das zu fixen. Das Spiel solltest du nicht cappen. Das macht das noch schlimmer, weil dann hast du noch mehr Duplikate, wenn du nicht willst. This truck feels like Schwarzwald. Ja, somehow. What? Ja, somehow it does. I mean, it looks like Schwarzwald. Yes, and the Autobahn at the same time. This is like American Schwarzwald. What is American Schwarzwald? This is American. Ach so. Wer kennt's because nicht. Because like wide roads or something. Maybe. I don't know, this feels American to me. Yes, this definitely is American, yeah. So American Schwarzwald. Yeah, but it's kind of Schwarzwald, but not exactly. No, like from Porsche at least, not like from the Porsche, real location. Maybe also, why is it? Oh, never mind. Maybe when I was in a hole, I thought like the Karre, weather was. Was ist das jetzt? Warum? Warum rutscht die Karre hier? Das kann ich dir nicht sagen. Der hat sich so gerutscht. Ich musste gegen den Pfosten rutschen. Maybe the road Adolf was planted in the forest. Adolf! So, Demon, so langsam könntest du auch mal gegen einen Baum fahren. Mit dem Auto? I'm not the first person that thought it was Adolf at the first, the first time I saw it. Yeah, Tomato always confuses that. I don't think he confuses us, but I think he does that on purpose. NFS High Stakes learned us here for real lift in France. You learn history with High Stakes. Technically, that would be more Porsche. You know, the entire history thing there. Yeah, that's true. And it's ironic how Route Adolf is in Germany. Or no, like I honestly have no idea about the economical locations. What was that sound?
Hell Race. It's just cruising. Jetzt bin ich auch gegen Gefahr dummerweise. Ja, jetzt bist du wirklich mal dran, Demon. Jetzt haben alle irgendwo gegen den Baum gefahren und jetzt musst du aber, halt auch. Aber doch nicht mit diesem Auto. Wir haben alle mit diesem Auto, sind alle mit diesem Auto gegen den Baum gefahren. Nee, ich war nicht im Baum, sondern diese... Das war ja auch... Ja genau, das war diese komische Planke da. Okay, okay, du kannst dir aussuchen, Demon. Baum, Planke, irgendwie sowas. Das Schild nach Startziel, irgendwie sowas. Aber es wird ja nicht ausgewertet, hat mir ja gesagt, Ich nehme die 60 km/h Verkehrsschild. Nein, nicht die Transparenten. Es ist aber ganz gut, dass nicht ausgewertet wird, weil ich habe gerade festgestellt, dass mit dem Reset-Speed hat nicht geklappt. Somehow I have a magic ability to look at the map details and drive at the same time. Of course, one of those is a bit limited when doing that. Yeah, you can look at to the map at the right time, I mean when there's just a straight or something. No, I mean like at the map textures and... Oh, okay, and okay, okay. I'm sightseeing. Sightseeing, yeah. Honestly, I would book a flight to this place. But to be honest, this map was a bit had a rainier, you know, it was more rainy, and if the roads were 10 times worse quality, this would actually be a pretty good simulation of Lithuania. Of what? Lithuania. Oh, okay. Well, not all parts, I guess. Maybe outside the cities. Pretty much all parts. You know, except the cities, like you said. The cities are pretty nice, actually, here. Oh, geiler Song. Den dürfte Stevie auch mögen, weil das klingt so ein bisschen wie Rammstein. Ist zwar keins, aber klingt ähnlich. Meintest du jetzt geiler Song, um vor nur dem Baum zu fahren? Nur weil es Eisbrecher ist? Ja. Kein Eisbrecher, nur mal so am Rande erwähnt. Ja, aber der hört sich wirklich an wie Rammstein, der Song. So ein bisschen. Das haben die ersten 40 Songs auch wirklich angehört. I two times already I have gone into like the wrong lane in you know that splitting part. Oh, the shortcut. Yeah, you don't have to take no, it. No, it's no, just no. An option. Not cut. I mean like the before the shortcut there's like a splitting road. Das ist deine letzte Runde. I can't tell if you're contemplating my stupidity or concentrating to a race. Oh no, I mean if you don't know the track so well then that can happen, right? So... No, I mean I just go too far out because I'm way too used to understeering cars, but this car is a bit different. Nah, it is also understeering a bit, just it's a very... I mean, this is one of the slowest cars in the game, so even if it understeers, it's still okay-ish. Yes. Aber mittlerweile ist Eisbrecher ja eigentlich gar nicht mehr so viel weniger bekannt als Rammstein. Naja, die haben sich echt rausgemacht, das stimmt. Demon, jetzt nicht ablenken lassen, das ist deine letzte Chance noch gegen den Baum zu fahren. Das wird er nicht machen. Ja doch, das wäre doch fair. Ich hab da größtes Vertrauen. Irgend so ein Baum muss er da noch sein. Ja, da sind welche, aber da fahre ich nicht gegen. Such dir einen aus, so einen schönen Baum. Nee. Die sind schöne Mammutbäume. Aber man merkt nicht, was die manuelle Schaltung für einen Vorteil hat. Ich würde es nicht Schaltung nennen, wenn man die ganze Zeit im vierten ist. Ja, aber... Also ich bin vor Steven, das hatten wir heute sonst noch nicht. Gewöhn dich gleich nicht dran.
So, ich bin durch. Oh, so weit weg warst du ja gar nicht. Na, ich hab dich kurz mal wieder auf der Karte gesehen. Ich glaube, ich bin ein bisschen rangekommen. Yeah, sorry, this will be my last race. Dann bin ich ja durchgehend letzter danach. Tomate is complaining that he is afraid that he will be constantly last afterwards. Well, don't worry. I mean, you could learn. Well, that's me saying that, so. So, wenigstens einmal nicht vorletzter hier. Okay, wow. I am really, really, really slow. Holy shit. No. Not really. Yes. I mean, your lap time is pretty much the same than what Tomato and Stevie had. Yes, but then But you apparently had more crashes than them, that's why you are behind on the track, but the lap time is pretty much the same. Bei 1 km/h schneller als Stevie. It is 11:30 for me right now. So it's what? 11:30. Oh, the toad. No. What is 11:30? Oh, the wall clock time. Weiter als wir, will er damit sagen. Yeah, I got it. Oh, die Rundzeit von Kirsche, Alter. Ja, hätte ich den Crash nicht gemacht. Alter, wie holst du denn noch so viel raus? The fuck? Mal sehen. Da habe ich mal 2/10. Yeah, sorry. You guys have a good luck racing? No problem, oh. Thanks for joining. Nächstes Rennen gekommen, ohne dass ich selber was tun musste. Hui. Hat er das denn auch richtig gemacht? Haben wir denn auch wirklich das Richtige? Ja, musst ja dann. Ja, haben wir. Okay, see you, bye. Bye-bye, thanks for racing. Oh, dann darf ich ja jetzt anfangen, ne? Jetzt fahren wir ja den Diabolo. Oh Mann, ich hab da echt 6 Sekunden verloren mit dem Crash. Möchte den da aber fahren, bitte. Ja, das glaube ich, dass du das gerne würdest. Eine Runde nur! Sprintrennen! Ist doch ein Sprint! Ich glaube, bei Rally.org können bei den Rundkursen gar keine eine Runde kommen, oder? Nee, ist ausgeschaltet, soweit ich weiß. Also, das heißt, also ausschaltet, also, ja, hier. Mindestens 2 Runden. Genau. Auf Bitte von Kirsche habe ich das geändert. Fand ich besser. Hast du das? Das ist ganz cool. Oh, auf zu wissen. Oh, Sega Team Championship Music ist das, glaube ich, jetzt. Jo. Ich werde nicht gucken, weil sonst brauche ich einen Unfall. Brauchst nicht, ist es. Guck mal, Stevie, was das für ein Lied ist. Ich hör's ja nicht mal, sing's mal einer vor. Oh, warum ist denn das jetzt passiert? Oh, das was passiert irgendwie. Ich musste ja unbedingt crashen. Ach Mensch, wenn immer ich doch die Hana die Kurven wieder. Oh, die Hana dann mit dem kaputten Schaltwippe zu fahren, ist echt ein Graus. Ja, ich fahr eh wieder Automatik, also. Ja. Ich musste gegen irgendwas halt fahren. Aber keine Ahnung, ey. Also ich kann die ganz. Also ich kann die nur mit Handbremse fahren. Ja, das ist ja sowieso, aber ist halt nervig mit Button dann runterzuschalten. Das ist so, Handbremse und Button gleichzeitig, kaputter Schaltwippe, echt scheiße. Ich habe keine Handbremse benutzt. Nee, du nicht, das ist mir klar. Du weißt das nicht zu schätzen. Du bist so gut in dem Spiel, obwohl du die Handbremse nicht benutzt. Ja, obwohl EA das sogar auch empfiehlt. Ja, EA empfiehlt allen möglichen Unsinn. Ja, das ist aber kein Unsinn, da haben die recht. Also, dass man die Handbremse hier nutzen muss, das weiß jetzt aber ich. Ich weiß nicht. Kann man die ohne Handbremse im Spiel so gut sein? Ja, frage ich mich. Wie kommst du denn die Kurven? Ja. Ja, ein bisschen Gas weg und lenken. Ach, du gehst... Ich kenn's nicht, weil... Man hat viel besseren Turn-In, wenn man die Handbremse zur Unterstützung nimmt. Und du stabilierst perfekt damit. Ja, brauch ich nicht, ist von alleine stabil. Ich verstehe nicht, wie man dann trotzdem noch gut im Spiel sein kann. Ich versteh's nicht. Ja, schon gut, Schuss. Gut, vielleicht bin ich ja deswegen scheiße, weil ich's nicht so mache, aber... Der Kirschen liegt, da gelten andere Gesetze.
Also ich könnte es hier verstehen, wenn man besser wäre als ich, wie man so fährt. Boom! Du hast den Zaun nicht mitgenommen, das ist sowieso disqualifiziert. Nope! Den Zaun baue ich später ab. Ich auch disqualifiziert und Stevie auch. Alle haben den Zaun nicht mitgenommen. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Tomete nicht letzter? Was ist denn jetzt passiert? Achso, ja. Da war ich auf den einen Unfall, genau. Martin. Du hast ja geflucht, ich erinnere mich. Ich weiß nicht, warum der Fehler da war, aber der war da. Der erste startet hinter mir und kommt vor mir durchs Ziel. Das ist der Plan. Das finde ich nicht gut. Der Plan ist super. Die Umsetzung ist manchmal schwierig, aber ja. Euer Server hat es endlich gecheckt, dass ich nur einen Rennen fahre. Aber warum? Du hast doch jetzt gerade gar nichts mehr geändert und auf einmal kapiert das. Ich habe mit den Namen Races hin und her geswitcht, bis das endlich mal geschnallt hat. Server 2. Warten. Es ist halt verbuggt. Aber ich muss da eine neue Version. Ist ja weg. Ach so, genau. Bug ist weg und jetzt geht's. Ah! Stimmt. So wie der weggegangen ist, geht mein Tool. Du hast recht. Der macht seinem Namen alle Ehre, der verteilt Bugs. Ja. Das Auto gefällt mir. Das Irritierende ist, dass ich auf meinem zweiten Bildschirm Discord, unseren Main-Channel offen habe und da hat Bug gerade so ein Bild von dieser komischen Katze, die er selber ist, gepostet. Jetzt starrt er mich die ganze Zeit an. Selbst die Autoauswahl hat Frameskippings. Kann ich das nicht auch mal aktivieren, mal eben? Warte mal. 900, 160. Ja, es kann doch einfach sein, dass die Berechnung da irgendwie komisch ist. Nee, so, jetzt fahren wir CLK GTR, glaube ich, ne? Jupp. Das ist ja wirklich so, dass Nvidia, dass das Spiel hier so Müll macht. Das bei mir bleibt es bald über 400. Da unten laut uns jetzt kurz über 500. Da unten jetzt wieder bei 400, 500, 482, 513. Nimm eine Karre. Ja, so ist es gerecht. Oh, das war ein schlechter Start, glaube ich. Das fühlt sich schrecklich an. Oh Gott, der lenkt mir viel zu stark. Der ist von so einem Kackauto auf die Karre jetzt. Oh Gott. Soll ich denn da jetzt drauf umstellen? Muss ich sogar kurz auf die Bremse latschen, weil ich da zu enthusiastisch bin. Wow, Karre, ruhig. Ach, das ist die Strecke mit der Ekel. Oh, ach ja, komm. Geil. Ist okay. Können wir jetzt bitte nochmal fahren? Danke. Ich hab's schon verkackt. Fresse. Oh Gott, ja. Ja, verkackt kann man dazu nicht sagen. Da kann man auch richtig abfliegen. Ja, das hab ich nicht zu finden. Und man kann auch flat sauber durchkommen. Das ist ja das Geile an der Kurve. Ja, du kommst da anscheinend. Nö, flat war ich nicht. Das habe ich mich jetzt nicht getraut. Aber die Strecke ist an sich geil, weil es da echt mal coole Stellen gibt, die alle flat gehen, wenn man Glück hat. Ja, super. Betonung liegt da auf wenn. Das ist also ein Rennen da, wo ich gegen Kirsche schon mal keine Chance habe. Also erst recht nicht, weil dieses Glück habe ich meistens nicht mit dieser Kurve. Ja, ist nur die Frage, ob ich crashe oder nicht. Wenn man da fett crasht, dann hat man, ja, dann ist es ja. Dann ist es auch mal schnell entschieden. Nein, ach, come on! Jetzt werden das Auto wieder eingrufen hier. Dass du trotz dem Fehler vor mir bist, ne? Das macht er bestimmt absichtlich. Schon, da muss ich ja wieder auf spannender werden. Nein, den Mond, keine Mondlandung bitte. Ja, ich glaube, ich bin höher geflogen als du. Zumindest bist du gut rangekommen. Ach Gott, Netcode, irritiere mich nicht. Du hast du hier so komische Zuckungen mit dem Netcode hier? Hey, kritisiere nicht meine Fahrlinie. Nee, das waren Zuckungen. Ja, vielleicht zucke ich ja gerne auf meiner Linie. Nee. Dein Fahrer hat ein bisschen Epilepsie. Nicht auf diese Art. Oder Parkinson? Keine Ahnung. Ja, ganz ruhig. Gut gegangen.
Oh Mann. Mhm. Aber da kommt noch so eine schreckliche Kurve. Ja, was soll denn? Wofür dieser Dreher? Sag es mir, Spiel. Wofür war dieser Dreher jetzt? Für die Reifenaufwärmung. Weil wir im Klima warm sind. Wäre auch die falsche Art und Weise, die aufzuwärmen, wenn du es in der Simulation so machen würdest. Dann wären die eher kaputt. Oder wenn du viereckige Reifen haben willst. Ja, das hätte ich nur eine Runde fahren. Obwohl, nee, ist gut, ich hinterher überholt, ne? Oh, ihr könnt das ja gar nicht wissen. Was kann ich nicht wissen? Kannst du es nicht wissen. Weil ich dich überholt habe, war das die Runde oder war das noch die letzte? Das war schon in dieser Runde. Uiuiui. Eigentlich Vollgas rumgekommen, da war ein Scheißwinkel. Musste leicht lupfen. Ja, hier ist doch alles Vollgas. Sehr gut, außer die Scheißsprünge. Jetzt mal gucken, ob es diesmal überleben. Ja, das ist besser. Und wieder, ich lerne nicht raus, ne? War voller Reinfall, der Ramp. Ja, so irgendwie, ich liebe es. Ja, hallo, können wir jetzt bitte normal spielen hier, Mensch? Nein, Fresse, Alter. Ich glaube, Max hat gesorgt dafür, dass die besser fährt. Was zum Fick, Karo? Ja, was wolltest du denn hier machen? Einen Freiflug oder was war das gerade? Nee, gegen Cash habe ich hier keine Chance. Das ist seine Strecke. War das nicht auch die erste Strecke, die wir jeweils bis Deutsche gefahren sind? Und das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Du stellst ja Fragen. Ich hab die Kurve Vollgas bekommen, Alter. Oh, ich leider nicht. Und die zweite habe ich auch Vollgas bekommen. Was ist denn jetzt los? Naja, da wo Kirsch das erste Licht gefahren ist, war das erste Mal, wo du mich absolut dominiert hast. Ergo, es ist schon eine relevantes Rennen gewesen. Achso, na gut. Ich wüsste jetzt aber auch nicht mehr. Also ich meine, das war dir, kann mich aber auch hören. Ich glaube, den Part hat es damals dann auch noch keine Kaffeefahrt mehr genannt oder sowas. Ja, aber Kaffeefahrt erinnere ich mich an den Titel, ja. Was direkt immer wieder auf der Tür ist. Jetzt muss der Jump nochmal funktionieren. Handbremse tut deinen Job. Ja, Handbremse regelt das natürlich. Handbremse wieder. Schon wieder. Ah, Wahnsinn. Ja, an der Bergspitze muss man Handbremse drücken, dann bleibt das Auto auf dem Boden. Wahrscheinlich bleibt es meistens auf dem Boden und ohne bleibt es auch meistens auf dem Boden. Oh, scheiße. Das habe ich ja die ersten beiden. Och, Mann! Die ersten beiden Runden Mondlandung und jetzt habe ich Handbremse gedrückt. Krass. Ich hab diesmal habe ich den Fehler nicht gemacht. Nee, ich musste woanders lieber irgendwo hängen bleiben, damit ich mich erstmal um 180 Grad drehe. Weil es geil war. 20, cool. Drecksteil, ich glaube, das ist für mich eine gute Zahl. Was hast du für eine Rundzeit, Kirsche? Das sage ich, sobald ich durch die Passage hier durch bin. Ich muss schon wieder brutal lupfen. 59,03. What the fuck? No, keine Chance, Kirsche, da komme ich nicht hin. Habe ich erwähnt, dass ich manuell fahre? Ich habe einen 2,16, okay. 3,70. Ja, aber ich glaube, das liegt nicht an manuell. Du fährst in deine eigene Liga. Also in einer Runde 17 Sekunden schneller, das ist schon... Das ist eine ganze Sekunde schneller als ich, das ist schon heftig. Aber hier warst du schon immer so schnell. Nein, Karre, ich weiß genau, was du vorhattest. Da habe ich gegen dich nichts zu vermelden. Das
Jetzt muss ich es nur noch schaffen, es ohne zu crashen ins Ziel zu tragen. Aber man könnte ja versuchen, nochmal eine schnelle Runde zu machen. Und fliegt dann ab oder sowas. Ja, wieder Handbremse gedrückt, Auto fliegt nicht ab. Tja, wieder nicht Handbremse gedrückt, Auto fliegt nicht ab. Ja, du bist Kirschen. Ich glaube, da geht's nur um die Geschwindigkeit und eventuell noch den Absprungwinkel und so weiter. Und wie du auf die Geschwindigkeit kommst, ist dein Problem. Aber das mit der Handbremse funktioniert tatsächlich, aber du wirst wahrscheinlich eine andere Mitspieler benutzen. Ja, ich gehe vom Gas. Die ja, ja. Letzte Runde. Vielleicht geht das auch, klar. Oh, das war jetzt auch eine bessere. Oh nein, jetzt habe ich auf die Rundzeit geguckt und war gegen die Wand. Aber ich habe mich gerade über die 1.59.63 gefreut. Aber gegen die Wand zu fahren war jetzt nicht so sinnvoll. Die erste Kurve geht nämlich mal an Vollgas, ne? Die geht Vollgas. Also ich meine, ich schalte den fünften runter, dann geht's auf jeden Fall Vollgas. Ja. Meine ich doch eine Erinnerung gehabt zu haben, dass das Vollgas geht, aber ich fahre so halt nicht Vollgas, weil ich mir den Winkel nie treffe. Oder weil du nicht manuell den fünften schalten kannst. Nein, weil ich den Winkel nicht treffe. Ich weiß ganz genau, dass ich die mit dem CK. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja gut, okay, die geht auch automatisch Vollgas, aber die geht manuell ziemlich leicht Vollgas. Ja, das mag sein. Aber ich habe einen Unfall gebaut. Den zweiten. Also du bist jetzt wirklich über alle Berge. Nicht die sinnvollste Variante, gegen dich Unfälle zu bauen. Aber was nützt das? Mann, ja, ist okay jetzt. Was war denn das? Ich weiß es nicht. Ich hab mich gefreut, dass du Unfälle hattest, einfach gesehen war. Leider ein sehr hoher Sprung. Echt schade, die Runde war gut. Steven, nimmst du nicht die Handbremse, oder? Nein. Das machen nur wir zur Mitte, glaube ich. Handbremsen-Gang. Ja. Ah ja, und Meteor. Der benutzt die auch. Wirklich? Ja. Da muss ich ihn fragen. Der stimmt mir dazu, dass das besser ist. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, dann frag ihn mal. Handbremsen-Gerüchte hier. Oh, jetzt mache ich noch den Stevie-Fehler hier. Den Stevie-Fehler? Das klingt kennt so ihn nicht. Ich hab jetzt mal einen eigenen Fehler, der hier einen Namen bekommen hat. Das klingt jetzt so, als wenn das ein Fehler ist, den ausschließlich Stevie macht. Nee, zumindest hat ihn doch jetzt auch gemacht. Stimmt. Ja, ja, aber der gleichen Kante stecken geblieben. Aber nur weil ich. Das klang jetzt halt so, als wenn den sonst immer ausschließlich nur Steven macht und jetzt hat Tomek ihn dann doch mal auch gemacht. Ach, Dennis hat wieder Gummibärchen da. Ich hab mein Lachgummi. Hast du da ein Jahresabo oder sowas? Nee, aber man muss ja Nachschub einkaufen. Ne? Kann man bei Amazon sich regelmäßig bestellen, liefern lassen. Was ist denn jetzt der Stevie-Fehler? Hat er analog zu laut gehupt? Ja. Ich kann ja eventuell das Video hochladen. Das kann man auch bei mir schauen, aber man schaut, gehst schon meine Videos. Der Sieg gehört dir. Das sind aber so viele. Vorausgesetzt, es wird zugelassen auf YouTube. Das ist ja doch bei so. Es sind doch jetzt nur anderthalb Stunden. Ich weiß nicht, was du hast. Komm, mit 6/10 Rückstand zu dir kann ich eher mitleben als eine ganze Sekunde. Ja, ich habe die letzten 3 Runden 59er. Oh Mann, und wer die letzte Runde, das war eine 59,50, weil der da ständig verkackt gewesen. Fahren wir einfach jetzt mal die Elise, was haltet ihr davon? Ach, 10 Runden? Gar nichts halte ich davon. Die eine. Ja, das also, wie viele Rennen haben wir noch? Die und nächsten noch eins. Das ist das vorletzte. Ah, okay. Beste ist nur, das letzte ist 4 Runden mit dem Porsche. Welchen Porsche? 911? 911. Yeah.
Warten wir darauf, wann Kirsche das noch nie macht. Nee. Obwohl, naja. Ich hoff's natürlich, aber... Oh Gott, der lenkt ja gar nicht. Alter. Au. Niee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 
Man schaltet, man denkt, scheiße. Ja, man schaltet später als ich dachte, ja. Was nicht spannend, der Umdrehung jetzt enden wollte, wann ist das? Ja, so 7,5. What? So weit? Hoch, okay. Na gut, da hab ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Ja, am ersten, vom ersten und zweiten habe ich auch viel zu früh geschaltet und das klang dann so richtig scheiße im zweiten. Ja, bei den Tropen würde ich aber nicht bei Mitten, sag schon. Würde ich nicht mal mit dem Opel manuell fahren. Die Tropen sind doch sowieso deine Lieblingsstrecken, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Also es wird wahrscheinlich noch dazu kommen, dass nicht andere Runden wird. Aber gut, auch eine Runde vielleicht nicht, aber. Wir haben nur 4 Runden, du. Wenn sie nehmen müssen, Stevie. Also und das Steuern tut er ja schon ein bisschen. Ja, tut er. Wie hier. Oh, das war aber knapp mit der Palme, glaube ich. Bei mir nicht. Nein, du das nein, meintest. Nein. Ah, war okay, doch klar. Dann hat er nicht kurz weiter rausdriften lassen, als du es wirklich getan hast. Gleich kommt deine Lieblingsstelle. Ja, ich habe mich auch schon gedanklich darauf vorbereitet, das kann echt scheiße enden. Wobei ich genau genommen die hier viel schlimmer finde. Ja, da fängt das schon anders zu bauen. Und setzt sich fort mit dieser Abkürzung hier. Das Problem ist, dass die Selbstbremse total scheiße fährt. Das ist auch ein scheiße der T50. Wow, wei, ja. Aua. Ah, das ist ein komischer Dreher. Man hat sich Kirsche selbst morden lassen. Selbstmorden lassen, ja genau. Selbstmorden lassen. Gibt doch Sinn, oder nicht? Nein. Oh Mann, ey. Schon sehe ich keinen mehr. Nein. Ach, gut gegangen. Belogen, du siehst uns doch noch. Ja, jetzt sehe ich wieder, Alter. Der ich wieder, ne? Nicht so viel auf die Karte gucken, du Mate. Es kommt eh nicht drauf an. Die Tropen sind so sein. Keine Ahnung. Ja gut, bei den anderen bist du ja trotzdem besser als ich, also. Ui. Bleib stabil. Wie kannst du jetzt nach so einem Unfall schon wieder so dran sein? Das verstehe ich nicht. Ich gebe Gas. Na gut, das war jetzt scheiße, aber davor. Verstehe ich nicht, Alter. Du bist voll mit der Reset von 0. What the fuck? Wie geht das? Ach Gott, wie komme ich jetzt aufs Schaltwippe? Ach Gott, lenk doch da rum, du Kackding. Oh Gott, der lenkt nicht. Okay, müssen so fahren, wann auch immer.
Wo lässt du kommen? Das gibt's nicht. Ich habe mich schon wieder gedreht. Okay. Wie ist denn das möglich? Vielleicht willst genau du die viel. Gleiche Stelle oder einen Meter davor vielleicht. Du willst vielleicht zu viel. Eigentlich dachte ich nein. Aber dass ich trotz dem, dass ich Dreher macht und alles, dass ich trotzdem so weit hinten bin, ich muss jetzt extrem scheiße fahren. Ich wollte jetzt ja gern widersprechen, aber letztendlich hast du recht. Kirsche so nett wie ihr. Ja, ja, sehr höflich heute. Ja gut, wie willst du da auch widersprechen, also? Das Problem ist ja, dass ich fast noch nicht trotzdem noch gesehen. Das ist das Problem, weil wenn er nach dem Crash sofort dann wieder dran ist... Ja, bin ich ja nicht. Ja, ich sehe dich doch jetzt schon wieder unten fahren. Nach einem Crash dürfte es nicht schon wieder so dicht dran sein. Naja, auf der Karte siehst du mich. Nicht im Spiegel oder sowas. Aber die Distanz ist echt erschreckend gering. Ja, aber ich befürchte, ich bräuchte mehr Runden. Das befürchte ich nicht. Genau das Problem. Oder einfach bei diesem komischen Punkt durchkommen, ohne da sich dauernd zu drehen. Das wäre auch schon mal sehr hilfreich. Das wäre natürlich erst recht hilfreich für dich, ja. Oh, bleib doch. Ich wollte ja fast umkippen, ey. Zum Glück hat es nicht getan. Wie bittest du schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. Ich sehe dich aber immer noch nur auf der Karte, nicht auf der Strecke. Kann das sein, dass du im Unfall... Dahinter fragt man sich doch so ein bisschen, wie langsam fahre ich hier eigentlich. Nicht langsam genug. Oh, jetzt habe ich dich kurz gesehen. Boah, kein Aufrufsfahrzeug. Und Kirsch, hast du dich wieder gedreht oder diesmal mal nicht? Ich bin gerade genau an der Stelle, aber diesmal bin ich durchgekommen. Ach, schade. Ach, schade, sagt er. Da habe ich eine Erweiterung im Nacken jetzt. Das gefällt mir jetzt natürlich nicht so gut. Nein, okay. Immerhin hast du jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, mal ranzukommen. Es gibt ja Hoffnung. Dies ist die letzte Runde. Dass ich dir wenigstens eine Challenge gebe. Ja, Challenge ist es auf jeden Fall. Das ist ja auch schon die letzte Runde.
Das ist eine Runde zu viel. Nee, ich befürchte, das sind zwei zu wenig. Weil jetzt kommst du wirklich langsam dicht. Ihr seid schon in der vierten. Ja, schon längst. Hätte ich doch noch über Runde 4. Nee. Ja, das noch nicht. Deck ist groß. Na, guck mal, wie dicht du jetzt bist. Es wird ein arschknappes Rennen. Da ist ihm gerade vorhin noch an Start und Ziel vorbeigefahren. Ich hab die Stau nämlich kurz auf der Karte gesehen, Tomate. Echt jetzt, du konntest mich auf der Karte sehen? Ja, du bist gerade zu dem Zeitpunkt an Start und Ziel vorbeigefahren, ja, ja. Aber wie sich dein Skill echt mit Lenkrad und Controller unterscheidet? Hätte jetzt erst auf? Früher hätte man jetzt gewisse Shots auf dich umdrucken gehabt, über die ich jetzt aber immer gesagt, dass ich mit dem Controller besser bin. Ja, aber das ist so ein Unterschied, ne? Das ist schon. Aber gut, würde ich mit Controller fahren, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch in der zweiten Runde oder so. Ja. Zwei Treibhals. Ja, ich kann mit Controller auch nicht, ich kann ihn das schon verstehen, aber ich kann da auch nicht mit umgehen. Absolut nicht mein Eingabegerät. Weiß auch nicht, wie man damit irgendwie zurechtkommt, ohne sich die Arme zu verrenken. Von den Finger. Ja, die Arme bewegst du ja kaum. Ja, aber ich würde den Finger da sowas von verrenken, dass da die Belebung ist. Na, ich komme da auch nicht mit klar. Also bei jemandem, der seine Tastatur-Settings so hat wie du, Tomete, dann vom Finger verrenken sprechen. Das ist ein Argument. Ja gut, es kommt immer drauf an, was man gut hinbekommt. Und die Controller-Steuerung geht auf jeden Fall nicht hin. Ja, ein Leck, der hat einen kleinen, aber da war einer. Los, komm. Okay, also mindestens eine Runde würde ich noch brauchen. Aber ich glaube, die zwei habe ich ganz gut geschätzt. Oh, 2 Sekunden besser als die restlichen Runde. Alter, die letzte Runde war aber auch echt top. Ach so, du fährst auch noch schneller, deswegen ist ja gemein. Ich bin 2 Sekunden schneller gefahren als die anderen Runden. Ja, das solltest du nicht machen. Deswegen kamst du nicht ran. Jetzt mal so langsam fahren sollen wie immer. Jetzt vielleicht noch. Ja, dann wäre es besser gewesen auf jeden Fall. Ich glaube, meine Aufnahme-SSD ist zu voll. Ich hatte 2 leichte Lecks gehabt. Vielleicht mal aufräumen. Nicht, die Datei bei mir ist. Ja, die sollte ich mal wieder ein bisschen leerer machen, die SSD. Scheint zu voll zu sein. Ich hab jetzt hier auch die ganzen Stücke von RRP, ne? Naja, die LP-Aufnahmen, klar. Ja, Hupalz, ist okay. Ja, ist okay. Aber ich habe vorhin, als wir gewartet haben, schon in deinen neuen Doom-Teil reingeguckt. Die Map 18, die ist ja echt genial, muss ich ja sagen. Warte nochmal, ich habe gerade nicht aufgepasst. Deinen neuen Doom-Teil, den habe ich ehemals zwar auf Stevie gewartet haben. Vor dem Renntag habe ich da kurz reingeguckt gehabt. Okay. Schon. Map 18, die ist ja echt genial. Ja. Deine Maps sind sowieso genial. Hast du die Wolfenstein-Map schon geguckt? Die Wolfenstein-Map habe ich schon geguckt, ja. Ah, die war doch mal geil, oder? Ja. Oh, Diebster hat mal geschrieben. Oh. Aber ein bisschen sehr spät wahrscheinlich, oder? Also ich jetzt fährt der Dauerbrenner HP2 auch keiner mehr. Offenbar muss man wohl noch komplett neue Spiele ins Programm bringen. Ich kann lesen. Gut. Ja. Oh. Also von mir aus können wir gerne Porsche mit ins Programm nehmen. Du bist noch besser gefahren in der Runde. Wir können das demnächst, also die Season ist sowieso kurz vorm Ende. Da könnten wir ja mal demnächst drüber philosophieren, was wir noch reinnehmen können. Ne?
So, dann beende ich das jetzt auch. Ich wette, das hat die Festplatte ganz schön gefüllt. Ja, meine scheint ja wohl auch ziemlich voll zu sein, wenn ich da zwei Lecks hatte. Die waren zwar klein, aber sie waren halt rar. Und die kann beim Fahren natürlich fatal sein.